You thinking the next shit, holding on to treasures, lusting after pleasures. I become addicted to this feeling under pressure. I get plenty loot these days, I swear I never let up. It's embedded in my genetics like nice. Bester Ausblick, schönste Beşiktaş. Ich liebe diesen Ort. Herzensangelegenheit. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt in der Aufnahme. Aber richtig geil. Im vorigen Vlog haben wir ja den Galatasaray-Stadion gezeigt, aber dass es Quatsch ist, wissen wir selber. Und gleich sehen wir das richtige Stadion, was wir brauchen. Was sagst du, Timo? Job Güzel, sag ich. Was hast du noch gelernt? Amanatiki. Was noch? Gelsene. Was noch? Was haben wir gestern diskutiert gehabt? Napi und Lan. Napi und Lan heißt so. Napi und Lan heißt so. Was machst du so einen auf? Aber so ein bisschen so hektischeres. Was machst du? Napi und Lan. Bei ihnen hört sich an wie ein WLAN. Ja, so mal WLAN-Passwort machen. Ja. Komm mal rein, Timo. Kann was? Jetzt geht's zum Islak Hamburger, heißt das. Das heißt Nasser Burger. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Ich liebe es, manche mögen es nicht so, aber die Jungs müssen es auf jeden Fall probieren. Von dem würde ich, glaube ich, safe 10 Stück wegknallen. Vorspeise war gut, Döner-Teller. Aber es geht weiter, es ist noch, da. Ist ja, noch ganz, ganz am Anfang. Ja, Leute, guck mal, das sind die kleinen Hamburger. Einfach nur Patty, Brot und in dieser Soße mit Knoblauch, ein bisschen Tomate und so, übertrieben krass. Was passt das? Passt. Von der Vorspeise wieder? War keine Vorspeise, es war ein Döner. Ein Döner. Normale Menschen essen einen Döner. Ich schwör's dir. Digga, und das Ding war, das Witzige war, wo wir essen waren und Eli meinte, Digga, Timo kann auch so krass viel essen. Ich kann auch. Digga, das ist so frech, eine Frechheit. Ich will sowas nie wieder hören, Digga. Nie wieder. Findest du, Eli kann gut essen? Das ist unkommentiert. Also erklär nochmal, was ist das jetzt? Nasser Hamburger heißt das, Islak Hamburger. Ist einfach Brot. Innen drin ist nur ein Patty, ohne viel Schnickschnack, mit Knoblauch und so eine Tomatensauce reingetunkt. Geht runter wie Butter. Also ich liebe es. Probiert mal. Bleib schon der Ding, der das sagen. Ist geil, oder? Ja. Schon geil. So, du hast jetzt gerade nochmal nachgefragt, was ist der Rekord bei den kleinen Burgern? Wie viel am Stück? Also sie haben gesagt, der Rekord in dem Laden ist 15 Stück. Und ich habe gesagt, ich werde die Tage auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Und ich werde 16 Stück essen. 16 Burger, 16 Kilometer, passt eigentlich, ist meine Zahl. Und ich habe gesagt, die sollen auf jeden Fall ein Bild von mir aufhängen. Und die meinten, wenn ich das schaffe, dann hängen die von mir ein Bild auf. Ein Mann, ein Wort. Wir haben jetzt eine Portion Döner gegessen mit Reis und dann kamen vier Burger. Und jetzt habe ich noch mal Bock auf den Dürüm. Der Dönerladen ist auch sehr gut hier. Definitiv Buffet. Und dann gucken wir mal, was da kommt. Und danach kommt, glaube ich, eher was Süßes. Dann Reis erstmal mit Salz. So beeindruckt, wie schnell die hier immer dieses Essen liefern. Das ist wirklich geisteskrank. Wir sitzen hier seit einer Minute vielleicht maximal und schon ist das Essen auf dem Tisch. Das war der normale Döner. Und dann nochmal da rein. Wir sind jetzt hier in so einem Crepe-Waffelladen. Sehr, sehr geiler Laden. Galatasaray heißt das. Und dann auch ein Beşiktaş. Und hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr geile Köstlichkeiten. Und ich werde mir auf jeden Fall jetzt hier irgendwas Crepe-haftiges reinziehen für die Gains. Ich wollte nur eins noch sagen, Leute. Ihr solltet euch jetzt an diesem Tag von mir kein Beispiel nehmen. Das ist auch eine Ausnahme bei mir. Falls ihr denkt, ich esse jeden Tag so, das ist nicht der Fall. Weil sonst könnte man erstens nicht die sportlichen Leistungen abliefern. Und man würde auch die Optik nicht behalten, wenn man jeden Tag so essen würde. Deswegen, ich weiß, wie ich das balancieren kann. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Nicht, dass die Leute anfangen jetzt hier drei Döner zu essen und irgendwelche Burger und Schokolade und denken, die kriegen dadurch ein Sixpack und etc. Das ist nicht der Fall. Es dient nur der Unterhaltung. Genau. Milchshakes sind jetzt unnötig, ne? Ja, so, das fühle ich gar nicht. Weil ich finde Milchshakes und sowas, Code Arda, ESN, Dicker, wenn du da ein bisschen Missouri mit Milch trinkst, Dicker, ersetzt jeden
als jetzt jeden Milchshake, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Meinst du, der hat mehr Protein? Ja, safe. Das geht direkt in die Bizeps. Ja. In die Gains. Oh, Digga, ohne Scheiß. Tschüss, Timo. Von deinem Training. Link in der Videobeschreibung. Ja, so sieht's aus. Ich glaube, das ist das gleiche, was ich mir heute früh aufs Brot geschmiert habe. Ja. Kannst ja bei süßen Sachen, kann man auch, es gibt auch diesen Punkt, wo es zu süß ist. Und dann ist ja, das ist bei mir ganz gar nicht, was du da isst. Zum Beispiel, das habe ich oft bei Dings, wenn man mal so Haribos isst. Ich esse ja nie Haribos, aber wenn ich mal so Haribos esse, Digga, so nach einer halben Packung, kennst du dieses so, wenn es dir so schlecht wird hier so? Ja, so dieses so dieses eklige Gefühl so. Das geht dann für 5 Minuten weg und dann isst du wieder. Das Krasse ist, bei dem innen drin ist Vanilleeis. Unglaublich. Aber wir warten noch. Schreibt mal in die Kommentare, wie das gerade aussieht. Mächtig. Mächtig. Guten Appetit, Jungs. Ich würde sagen, bist du satt, Timo? Ich bin mehr als satt, ja. Es war schon sehr extrem süß. Also ich brauche auf jeden Fall erstmal ein bisschen Pause. Also ich könnte jetzt nicht direkt zum nächsten Laden gehen, zum Piano. Da ist Atatürk gestorben. Die ganzen Erinnerungen sind sehr, sehr bedeutender und sehr historischer Ort und Weg. Und hier läuft man dann halt immer zum Stadion und hat die Gesänge etc. Schöne Grüße an Orkan. Er hat einen Traum gelebt. Er war bei Beşiktaş Dings. Wenn du das Video siehst, Bruder, schöne Grüße. Und ja, Mann, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Leider kann ich dieses Jahr, schaffe ich kein Spiel zu gucken, aber mal gucken, vielleicht fliege ich dann irgendwann nochmal August oder so und dann kommt safe ein Stadionblock. Ich bin jetzt hier in der Passage, hier bei McFit. Nicht das McFit, was wir normalerweise in Deutschland kennen, aber hier die türkische Variante. Das ist hier eigentlich, glaube ich, die größte Fitnesskette hier. Normalerweise gehe ich immer hier in Ghetto-Gyms, irgendwo im Dorf, aber jetzt bin ich hier bei meiner Kette. Ich habe auch einen Special-Gast heute hier da, mit dem ich werde schön trainieren. Der Kollege steht da hinten auf ein cooles Training. Ich zeige euch ein paar Einblicke. Schulterarme stehen an, seid gespannt. Special-Gast ist... Bist du nicht Arda? Nee, ich lache. Was geht? Was geht, Bruder? Einfach Istanbul getroffen. Zufällig. Jetzt wir gerade haben, hier im Gang. Ja, wir haben gar nicht nichts. Wir haben gar nicht geplant. Schulterarme habe ich schon gesagt. Ja. Ich richte mich nach dir, Bruder. Erst Wettkampfvorbereitung. Wir haben Bock drauf und let's go. Let's go. Die Fasterflasche kannst du nehmen, Bruder, sei mir ehrlich. Ich darf 33 Flaschen im Monat nehmen. Wir nehmen jetzt alle mit. Ich werde jetzt auch 33. Crank Run Pro und so hast du alles mit, wa? Bruder. Bruder, direkt mach mal jetzt die Werbung. Schalt die Werbung ein. Ich bitte dich, Green Apple. Mit Code ARDA könnt ihr sparen. Ist gerade zwar die 20% auf alle Aminosäuren und Protein, aber heute kommt Crank Run Pro für den originalen Pump. Bruder, ich hab Nummer 45 einfach leer gemacht. Dachte, jetzt ist die 44. Ich verstehe immer noch nicht, wie du Crank Focus 3 Kapseln nehmen kannst. Ich schwöre, wenn ich 3 Kapseln nehme, ich bin wie ein Brett. Dann rennst du 42 Kilometer ohne. Bruder, bei mir eine reicht. Wenn ich direkt schon 2 nehme, ich merke schon einen unglaublichen Unterschied. Bei mir, ich nehme 3 und ich könnte noch 3 weitere nehmen. Wirklich? Krass, ja. Koffein ist eine Sucht. Rat euch davon ab. Fangen direkt erstmal mit Seitheben an. Erstmal ein bisschen warm machen. Warum fangen wir mit Seitheben an, Bruder? Weil die seitliche Schulter nie genug haben kann. Da hast du recht. Eigentlich geiles Gym hier. Geiles Gym, ja, Mann. Ist geiles Gym. Die Leute gucken einen noch gar nicht an. Ja, gar nicht. Vor allem auch nicht, weil wir Deutsch reden. Ja, wirklich. Offiziell, die gucken uns alle an, als ob wir Aliens sind, aber boah, ist auch egal. Die sehen halt aus wie Aliens. Ja, was sonst? Ich will gar nicht auf die Zehenspitzen gehen, damit ich schwöre. Du bist direkt da. Direkt. Nein, nein, 15. 15. Let's go. Bruder, du hast wirklich noch mal ein bisschen aufgebaut, ja? Freut mich, Bruder, das zu hören, ja? Safe. Also du hast ja sowieso ein bisschen Bizeps-Veranlagung so. Satz.
macht einfach seitdem 17,5. Komm, Schwung, komm. Hoch, komm. Bruder. Bruder. Sagst du noch was, was gut hier ist, Bruder? Man muss keine Gesichter verpixeln. Weil den juckt's eh nicht, Digga. Junge. Hoch, komm. Genauso. Hoch. Ihr merkt schon, meine Hand zittert beim Filmen. Das heißt, Bruder, das Training läuft gut. Weiter geht's. Code Ocker. Ah, Auda, Auda, Code Ocker. Wir haben jetzt hier Schulterdrückmaschine. Sagst du es gut? Kann gutes Gefühl? Kann man machen, wa? Schulter aufpumpen. Die machen einfach ein Fußballtraining. Ich schwöre, Team einfach Konkurrenz, aber was denkst du? Was denkst du? Denkst du, es ist Konkurrenz für Delay? Nein, schwer. Jawohl. Genau so muss es aussehen. Schön langsam kontrolliert und explosiv hoch. Sehr stark. Der junge Mann ist heute Morgen 18 Kilometer gelaufen. Hat danach noch seine keine Ahnung wie viele Liegestütz-Klimmzüge gemacht. Und jetzt drückt er hier 30 Kilo auf locker flockig und lächelt noch in die Kamera. Hoch. Jawohl. Und drück. Drück, 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 alleine, komm. Jawohl. Bruder, weißt du, was ich richtig geil finde? Was, Bruder? Sobald du dich anstrengst, hörst du dich einmal an wie ein Pitbull. Jeder Seite, also 120, 6 bis 8. Komm. Geile Schuhe. Und du bist Cobra. Ah. Komm, komm. Ah. Kurz, gleich, komm. Alles raus. Oh. Maschine. Bruder, wie viel waren das? Ich hab geil. Bruder, ich weiß nicht, ob ich vergesse mal zu zählen, Digga. Ich mach einfach immer, ja. Einfach machen. Willst du mal probieren, ja? Die 60er. Okay, Bruder. Hätte ich das jetzt geschafft, Bruder? Ab auf die Bühne direkt. Aber 50 ist auch sehr stark. Wie viel wiegst du? 73. So stark. Wie 10 Kilo mehr als du. Let's go, komm. Hoch, 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 komm, komm, komm. Drück, 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 drück. Hoch, 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 hoch. Jawohl. Sehr, sehr stark. Komm, Dick, ein letzter. Und hoch. Hoch, 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 komm. Für Perform All, Dick. Für Perform All. Das reicht. Das reicht. Also, Papa. Egal, ja, Bruder, gut. Weiter geht's, Digga. Let's go. Zweite Seitheben-Variante am Kabelzug. Schön kontrolliert. Hier ist wichtig eigentlich ohne nicht viel mit dem Gewicht. Und auf Kniehöhe einstellen. Und auf Kniehöhe einstellen. Hier ist halt der Vorteil, dass wir konstant Spannung haben. Ja. Also mit der Hantel hast du es halt nicht. Weil ab hier, die Hantel, ist ja keine Dings mehr. Genau. Genau. Perfekt. Wir haben das Wort davon nicht gefunden gehabt. Wir wollten damit sagen, dass man mit dem Kabel eine durchgehende Belastungskurve hat. Genau. Bei Großhanteln hört hier oben die Belastung auf. Auf. Ja. Oder reden und rechnen, das ist nicht so. Arda hat gerade den Kinomodus entdeckt. Bruder, unglaublich, ja? Guck dir diese Aufnahme an, Digga. Digga, das ist nicht die Aufnahme, das bist du, Digga. Alles Licht, alles Licht. Ich muss hier verdecken, bevor ich einen Stempel, was? Wicht. Genau. Wir machen nur halbe Reps. Nur die halben Reps, um nochmal schön Stress auf die seitliche Schultermuskulatur zu bringen. Schulter, um den perfekten 3D-Look zu kriegen. Eigentlich mache ich es beidseitig, aber es gab gesetzt, deswegen. Aber ich finde, die knallt genauso, ja? Ja, ja, sehr. Schön langsam kontrolliert. Und Ellenbogen führt das Gewicht. Genau. Viele machen hier komplett so, aber film mal von hinten. Man sieht doch schon direkt, wie hier der Trizeps, genau, Trizeps auf Spannung kommt. Guck mal, genau der muss getroffen werden, hier, genau der hier. Digga, ist wie Dings, Tenniskugel. Ich finde es voll witzig, wie der Mann hinter dir, ja, versucht immer wegzugucken, immer nicht in die Kamera. Er guckt immer kurz und dann lässt er wieder. Mach's gut. Guckt euch das an. Nee, nee, guckt euch mal wirklich an. Spaß. Mal gucken, ob er wieder guckt. Mal gucken, wird er gucken? Guckt er? Nein, er guckt nicht. Er gibt aber auch alles, Bruder. Sauber. Einen Satz machen wir noch jetzt mit beiden. Überkreuzt. Wichtig hier, bisschen nach vorne gebeugt, wieder Ellenbogen führt. Wie im Bilderbuch. Wie im Bilderbuch. Und zittern. Geile Schuhe.
passiert da nichts. Jetzt haben wir zwei Übungen, Trizeps, Bizeps, Supersatz. Aber wir machen nochmal ein bisschen Bizeps warm. Was, Bruder? Was, Bruder? Die diskutieren gerade, ob er welchen Workout er gerade macht bei Perform All. Aber ich meinte zu den Push-Pull ist gut. Das ist offiziell die geilste Trizepsübung, sage ich euch, wie es ist. Ich nenne es mal die Trizepsübung. Macht auf jeden Fall sehr schön. Pitbull kommt wieder raus. Und Push. Jawohl. Direkt hinterher. Direkt hinterher, Curl. Bruder, ihn hat gerade gar nicht gejuckt, dass ich filme. Bruder, ich will, gar nicht gejuckt. Jawohl, schön langsam runter. 3 Sekunden langsam runter. 1, 2, 3 und hoch. Sehr schön. Genau so sehen Curls aus. Genau so sieht kein Marathonläufer aus. Aber der Junge rennt trotzdem jeden Tag seine 16, 18. Okay. Vor allem ums Fahrrad. Bizeps von hinten. Im Wechsel mit Katana, aber das zeigen wir euch gleich. Schön kontrolliert, wie im Bilderbuch. Ist eigentlich wie im Bilderbuch? Jede Übung ist ein Bilderbuch gesagt, ich schwöre. Ich dachte, du checkst nicht, aber ist egal. Aber das ist wie im Bilderbuch. Wechsel mit Katana. Bilderbuch. Wie im Bilderbuch. Training geschafft, geile Arm-Schulter-Session. Ja, ich platz gleich. Ich schwöre. Crank Pump Pro, knallt rein. Wir gehen jetzt was essen in einer Nebenpassage. Bei der anderen Passage, wo wir gerade waren, waren mehr so Fastfood-Läden, aber wollen irgendwas Vernünftiges essen. Irgendwie so Hähnchen, schön mit Reis etc. Gucken mal, was da so gibt. Okan läuft hier mit Tanktop rum. Die Leute gucken ihn alle an, als ob er ein Alien ist. Aber zeigen euch gleich das Essen. Ich hab wieder unnötig viel gelabert. Hauptsache Proteine. Ich hab schon gesagt, Bruder, ja. Du läufst hier wie Muscle Beach. Die Leute gucken dich an. Ich beobachte dich von hinten, Dicker. Die gucken dich an, als ob du Alien bist, ich schwöre. Bruder, ist es bei dir nicht anders, Dicker? Nein, Bruder, bei mir ist nicht so. Mit T-Shirt, im T-Shirt, Bruder, ich bin autonormal. Ist gar nicht Dings. Bei dir ist trotzdem... Gib mir mal ein T-Shirt, Bro. So, wir suchen jetzt hier ein Restaurant, wo Okan sein Chicken kriegt. Bruder, ist unglaublich voll, aber ist sehr schön hier. Gucken jetzt hier mal, was hier so gibt. Das sieht auch nicht schlecht aus. Bruder, ich fühle mich wie in Amerika, Dicker. Ich war zwar noch nie da, aber hast schon so weit. Du brauchst auch leckere Sachen. Sorry, ich konnte jetzt nicht direkt rauffilmen, aber... Memo, Dicker. Richtig. Wir sind jetzt in einem so richtig geilen Restaurant. Gibt so geile Bowls. Es gibt sogar hier Nährwertangaben etc. Also perfekt auch für den Athleten hier, Wettkampf. Fit Burger. Das ist es. Echt geiles Restaurant, sieht auch geil aus. Canyon, wenn ihr irgendwas herkommen wollt, kommt her. Code Okan. Sehr geil. Gucken wir uns mal die ganze Geschichte an. Bilder sehen krass aus. Ob es auch so schmeckt, werden wir sehen. So, ich bin jetzt eigentlich gewöhnt hier in Türkei, dass die Sachen immer sehr schnell kommen. Hier bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, die werden uns ein bisschen warten lassen. Aber ich hoffe, das Essen kommt schnell, weil meine Geduld ist nicht so gut. Was sagst du? Ich habe zum Glück vorhin schon den Riegel gegessen. Du behältst den ja für später. Ich behalte ihn für später. Für mich ist so Nachtisch. Aber was denkst du, wie lange brauchen die jetzt für das Menü? Es ist jetzt 19.26 Uhr. Ich sag 40 kommt. Ich sag um 43. 43? Ja. Ich sag 40. Okay, wer recht hat, der muss nicht zahlen. Okay. Meinst du nicht 40? Bruder, ich habe gesagt 40. Zeig die Uhr. Das ist... 39, Bruder. Eine Minute hast du noch. Aber Bruder, bei 41 gewinne ich trotzdem noch. Bei 41 gewinnst du. Ab 42 gewinne ich. Straft euch mal jetzt, ja? Ey Leute, ich glaub's nicht. Es ist genau, Bruder, 42. Offiziell vor einer Sekunde 42 geworden. Und das Essen ist okay, gekommen. Jetzt ist 43, Bruder. Jetzt. Bruder, du hast Punktlandung, ich schwöre. Aber ich gönn's dir, Bruder. Sehr, 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 sehr gerne. Guck mal hier. Brokkoli. Hier so ein Fitburger. Und Lachs mit Brokkoli etc. habe ich auch. Bei mir kommt auch noch was. Quinoa. Ist auch drin. Digga, sieht unglaublich aus, ja? Wirklich sehr stark aus. Sehr starker Laden. Danke, ich glaub, Bro, danke fürs Essen, ja? Sehr gerne, Essen, Bruder, sehr gerne. Starfly, was machst du da, Bruder? Da habe ich hier noch so ein Chicken Teriyaki mit Cashewkern und sowas. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber sehr geil. Guten Appetit, Jungs. Oka, was machst du da, Bruder? Erklär's den Leuten. Bruder, ich muss meine Proteine aufwerten. ESN-Chips, Bruder. Machst du jetzt auf den Salat drauf, oder? Richtig. Aber das sind die geilsten, ja? Das sind die geilsten Chips, Bruder, wirklich. Code Arda. Und Okan ist hier gerade an seinem Fitburger essen, den kriege ich auch noch. Ich habe mir jetzt erstmal nochmal hier nochmal Chicken geholt. Teriyaki hat mir sehr gefallen, sehr scharf, aber sehr lecker. Linsen, aber... Nee, Quinoa, Digga. Das ist Quinoa.
Quinoa, aber schmeckt auch sehr geil. Auf den bin ich echt gespannt. Aber mal gucken. Erstmal das. So, letzter Gang, Fitburger. Sieht zwar ein bisschen trocken aus, aber ich erwarte Gutes. Mal gucken. Live-Test. Eine halbe Ewigkeit später. Also es schmeckt wirklich wie ein Fitburger. Keine Soße, nix. Ist lecker, aber muss nicht sein. Aber es ist eine sehr gute Alternative. Es ist Bombe, dass die sowas anbieten hier. Kann man machen. Bist du satt? Ja, ich bin satt. Oder offiziell einfach 10 Teller gegessen, ich bin immer noch nicht fertig mit meinem zweiten. Hast du noch Bock auf was Süßes oder so? Eigentlich schon, aber... Reicht. Okay. Ich habe ja noch den ESN-Riegel. Okay, perfekt. Man muss sich übertreiben. Ja. Warte ab. Was? Warte ab. Ikido dun Arda. Ikido dun Arda. DJ Mutter, gönn dir, Bruder. Alles Gute zum Geburtstag, Digga. Bruder, du hast so Bock auf was Süßes. Und wenn du heute schon Geburtstag hast, Digga. Alkisch. Alles Gute zum Geburtstag. Das ist doch ein gelungener Abschluss, oder? Geil. Digga, die haben mich auseinandergenommen. Die haben mir Kuchen gebracht. Der Typ dachte, ich habe jetzt Geburtstag. Ich dachte die ganze Zeit, warum willst du mein Handy haben? Ich versuche die ganze Zeit irgendwas zu spielen. Er steht auch die ganze Zeit auf. Ich gehe so, er geht zum Garçon. Ich denke mir, Digga, was geht hier gerade für ein Film? So Leute, wir lassen den Abend jetzt ausklinken. Ockern und so habe ich jetzt schon abgesetzt, weil ich wollte ihm das nicht antun. Er ist auf Wettkampfdiät. Jetzt waren wir hier bei Moi, übertrieben geiler Eisladen. Guckt euch die Prachtstück an. Das gönnen wir uns jetzt noch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich lasse mich schmecken, haut rein.